Des Partnerlands der Free 2016. Schön, dass wir euch alle hier haben. Und mittlerweile ist auch die Chefin des Tourismusboards hier in Deutschland gekommen, nämlich Edith Hunzinger. Schön, dass Sie hier sind. Und Sie kann uns, Morgen, Menschen. Sie kann uns ein bisschen was erzählen, denn neben dem Kreolischen und dem Französischen und dem Englischen spricht sie auch noch Deutsch und Kreolisch. Und ein bisschen Bayerisch. Das geht mittlerweile auch ganz gut. Und wir haben überhaupt festgestellt, dass die Seychellen und Bayern vieles gemeinsam haben. Beispielsweise gibt es ein Bier, das nach dem echten bayerischen Reinheitsgebot gebraut wird auf den Seychellen. Was haben wir noch? Volkstänze sind sehr ähnlich, werden Sie nachher vielleicht noch sehen. Aber daneben ist es ja so, dass die Seychellen für uns in unserer Vorstellung jetzt erst einmal so die Luxusinselversion ist. Ja? Irgendwo im Indischen Ozean da rechts, also östlich von Afrika gelegen. War schon mal jemand auf den Seychellen? Oh, schau her. An was denken Sie da? Traumstrände, oder? Ja. Jetset, die Leute, die alle mit dem Privatflieger einfliegen und im sauteuren Hotel wohnen. Das bleibt auch so. Das gibt's auch immer noch, oder? Das wird immer geben, weil dafür haben wir wir haben 115 Inseln. Es gibt viele Inseln, die dementsprechend unter 10.000 Euro nicht geht. Aber, wie gesagt, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein. Weil Seychellen ist erschwinglich für jedermann. Man muss nicht sein Haus verkaufen, um nach Seychellen zu fliegen. Wir haben sehr viele süße, einheimische Gästehäuser, kleine Hotels, Selbstversorger-Apartments. Und wir sind hier mal vier, übrigens Stand 340, können sich nachher selbst überzeugen lassen. Wir haben für kleinen Geldbeutel genauso Urlaub zu machen. Also das heißt, auf den Seychellen können die Millionäre Urlaub machen, genauso wie die Nicht-Millionäre. Und das ist ja eigentlich das Spannende, warum es sich auch lohnt, auf die Free zu kommen und quasi das Land so vorzustellen. Was ich mir allerdings nicht ganz vorstellen kann, wie sieht ein günstiger, schöner Privaturlaub auf den Seychellen aus? Also wir haben, wie wohnt man da? Wir haben Bleibe, ganz normal. Übrigens alle Gästehäuser und Apartments sind lizenziert. Das heißt, die müssen gewisse Auflage bringen für die Tourismusindustrie. Ich habe vorhin gesagt, man muss nicht auf dem Plumpsklo. Man schläft auch nicht im Stall. Aber es gibt, je nach Saison vor allem, man kann für 30 Euro pro Person, 45 Euro, 90 Euro pro Person, kann man auch wohnen. Also es ist nicht pro Nacht. Mit Frühstück, manchmal sogar mit Halbpension. Und das Schöne, was viele Leute nicht wissen, das einheimische Flair, die man hat, weil ich habe mitgekriegt, der deutsche Markt ist dafür sehr offen. Die möchten gerne das Landtypische, die wollen mit den Einheimischen
überhaupt was unternehmen. Und das gibt noch bei uns, weil viele andere Länder haben sowas nicht mehr. Bei uns ist wirklich, es gibt keine Tourismusseite und einheimische Seite, sondern das Luxushotel liegt direkt neben ein einheimisches Haus. Und das heißt, der Strand, wenn man jetzt in einem 5-Sterne-Hotel wohnt, der Strand ist das gleiche wie der andere, der das kleine Gasthaus für 35 Euro hat. Also es ist kein Unterschied, nur das Zimmer ist anders. Und wenn ich jetzt wirklich einen Privatkontakt suche oder eine kleine Pension will, buche ich das auch schon von Deutschland aus oder also komme ich zu euch an den Stand oder kann ich das wirklich auch noch vor Ort mir was suchen? Man kann beides, übrigens hier auf dem Ort, wie gesagt, hier auf der Messe kann man auch, vor allem gibt es immer, wie immer, Messeangebot. Man kann im Internet, meine heutzutage Social Media ist etwas groß geschrieben, auch für uns. Und 3 Nächte muss man bei der Einreise vorlegen. Man muss ein Rückflugticket haben, übrigens man muss einen Pass, also kein Personalausweis, man braucht einen Reisepass. Und dann braucht man Visum? Nee, das Visum wird erteilt bei der Einreise. Man kann auch bei uns sogar bis zu 3 Monate bleiben, sofern man den Rückflugticket zeigt. Oh, aber das Visum wird alle 4 Wochen verlängert. Flug ist noch wichtig. Wie komme ich von München aus am schönsten, bequemsten, schnellsten auf die Seychellen? Also im Moment das Einfachste für Bayern, also München überhaupt, ist Security Advice. Security Advice. Do not leave your bags or luggage unattended. Kommt alle halbe Stunde. Ja. Ich rede trotzdem weiter. Aber so, man hört sich normalerweise kommt es immer auf Deutsch und dann erst auf Englisch. Jetzt macht es nur auf Englisch. Komisch. Egal. Mal die kurze Fassung. Also, und wir dann kommen mit Etihad täglich. Gibt es 2 Flüge übrigens. Und ich würde euch empfehlen, immer den Abendmaschine nehmen, weil dann ist der Transitzeit viel kürzer. Aber man kann, wie gesagt, über Abu Dhabi, normalerweise mit Condor nonstop von Frankfurt, jeden Freitag. Und ab September haben wir 2-mal die Woche auch ab Frankfurt. Aber für die Münchner natürlich schnell hier zum Flughafen. Dann ist die Reise natürlich 12 Stunden oder 13 Stunden. Aber wer nicht so lange unterwegs sein wollen, müssen nonstop dann nach Frankfurt. Vorteil allerdings, es gibt wenig Zeitverschiebung, weil die Seychellen ja quasi fast unterhalb von München liegen. Wie viel Zeitverschiebung gibt es? 2 Stunden im Sommer und jetzt im Winter 3 Stunden. Das also kaum Jetlag. Das Schöne ist, weil viele Maschinen fliegen ja abends. Das heißt, man kommt dann morgens um 7. 2 Stunden hat man sich ein bisschen ausgeruht und man hat den ganzen Tag. Und viele Maschinen fliegen dann erst abends um 23.50 Uhr oder 23 Uhr. Das heißt, der Urlaubstag geht überhaupt nicht verloren. Was man dann auf den Seychellen so alles machen und erleben kann und unbedingt gesehen haben muss, das klären wir gleich. Jetzt machen wir vorher erst noch ein bisschen Musik. Was machen wir denn? Mokondas, segamo kondas, munziamo le feu, cole mokka pavare. Pavare, mokka pavare, scamo make. Mokondas, segamo kondas, munziamo le feu, cole mokka pavare. Bye.
e poi tu ti chiami Teresa. Godiamo la tazza, il cane con la coda bella e riso. In questo paradiso ne scopra il nuovo di alle scopre il via, alle scopre il via. Sì. Bene, chiuso, ciao. Chiudi.